Schönen guten Abend, liebes Publikum. Jakob der Lügner von Frank Beyer, das ist ein Film von 1974. Ich habe mir diesen Film gewünscht, weil er auch für mich mehreres bedeutet. Ich durfte mit Frank Beyer den großen Wendefilm drehen, Das große Fest mit Hans-Christian Blech. Und ich habe einen Regisseur aus der ehemaligen DDR kennengelernt, der mir wirklich ungeheuer imponiert hat in seiner Genauigkeit, in seiner Wahl der Thematik. Und Jakob der Lügner, da treffen sich ein bisschen meine eigenen Ambitionen, Geschichten zu erzählen aus der Vergangenheit, Geschichten unserer Geschichte nicht einschlafen zu lassen. Und er hat ein wirklich, finde ich, ein Meisterwerk gemacht, für das es in der, ich glaube, es war sogar die einzige Oscar-Nominierung, die jemals in der DDR für einen DDR-Film stattgefunden hat. Jurek Becker hat dieses wunderbare Buch geschrieben, diesen Roman geschrieben. Und übrigens sollte eigentlich sogar Heinz Rühmann die Hauptrolle spielen, aber Honecker hat sich dann gegen ihn gestellt. Und später ist Henry Hübchen ist dort, Erwin Geschonek. Geschonek ist wiederum der Sohn, mit dem ich viele Filme gemacht habe. Manchmal hat man das Gefühl, es schließt sich so ein Kreis. Und Frank Beyer hat einen Film gemacht, ganz leise, in leisen Tönen, aber mit einem ganz großen, wichtigen Thema. Ich hoffe einfach, Sie lassen sich auf dieses Thema ganz ein und ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung.